Hallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Let's Play Lego Herr der Ringe heißt das Ding. Und ich freue mich, dass ich wieder da sein kann für euch etwas öfter. Falls ihr das letzte Video nicht gesehen habt, guckt es euch an, da wird alles erklärt und wir machen hier weiter. Wir sind auf dem Weg nach Bree. Ping, ping, ping. Hier ist die Bockenburger Fähre, da könnten wir zurück nach Hobbing, was wir aber jetzt noch nicht machen. Ich muss auch noch gucken, ob ich das jetzt wirklich als 100% mache oder ob ich nur die Story für euch spiele. Schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare, was ihr gerne hättet. Ein 100% Run, das könnte sich dann natürlich etwas hinziehen. Und das heißt dann wiederum, dass neue Projekte warten müssten. Oder einfach nur die Story, das wären dann, ja, keine Ahnung, höchstens 20, 30 Folgen oder so. Sagen wir einen Monat. Das wird wohl passen. Und wir sind schon in Bree. Ich sammle hier mal zwischendurch mal Geld ein, wenn ich ein bisschen was rede. Ich meine, das stört ja jetzt nicht allzu viel. Wir gucken mal auf die Karte. Und finden uns wo wieder? Genau, in Bree. Und bock, 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 bock. Da fällt gleich alles Mögliche auf uns wieder ein. Was wir natürlich leider noch nicht besuchen können. Hier haben wir Tom Bombadil. Den können wir suchen im Wald. Wer den nicht kennt, das ist übrigens hier die Brücke, die Brandywine-Brücke. Hier war die Fähre, das ist die Brandywine-Brücke. Wer den nicht kennt, sollte vielleicht mal die Bücher lesen. Das wird vielleicht helfen. Rosi können wir kaufen. Wir sind jetzt aber erstmal hier und wir müssen dahin. Zum Prolog sozusagen, also da war der Prolog. Und ich glaube, Dunhaag, Minas Tirith, irgendwo hier müssen wir. Hier ist aus Gilead. Da sind die Totensümpfe. Das heißt, wir kommen irgendwo hier vorbei und dann halt zum Schicksalsberg. Ein kleiner Weg liegt noch vor uns. Habe ich kein Schwert? Nein, ich habe kein Schwert. Kloppt doch die alles mal kaputt. Und da können wir auch direkt ein Feuer anmachen. Mit dem Sammy Boy. Hallo, Sam. Mach mal hier ein kleines Leuchtfeuer an. Ich weiß zwar nicht, wie er das hinkriegt, wo es hier regnet. Das habe ich übrigens auch schon mitbekommen. Immer wenn ich hier in Bree war, hat es geregnet. Also wirklich immer. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler vom Spiel ist oder ob das Absicht ist, dass es hier immer regnet. Entschuldigung. Aber ich finde es schon etwas komisch. Ja, den leuchtenden Stein hier, den seht ihr, den können wir hier nicht zerstören. Dafür brauchen wir das Schwert des Königs bald. Zack. Hier auch noch ein bisschen Geld. Hier dran kann ich hier drehen. Der Kugel. Dadurch mache ich hier den kleinen Kamin an und wir bekommen Pling! Ein Mithrilstein. Was übrigens auf Deutsch einfach nur Silber ist. Das ist Mithril, ist das elbische Wort für Silber. Falls es wen interessiert, was ich gerade hier laber. Noch ein Feuer. 2 von 4. Gucken, ob die anderen auch in ihm finden. Kann ich den hier noch reinspicken? Da ist noch ein Mithrilstein. Und 10.000 Geld. Schön. Da haben wir schon 6. Von 250. Also, das könnte noch ein bisschen dauern. Gucken wir hinten mal rum. Irgendwie dreht sich meine Kamera gerade sehr langsam. Finde ich. Hier ist noch eins. Ich spiele das Ganze ja auf dem Xbox-Controller. Oder mit einem Xbox-Controller auf dem PC. Und da dreht sich der rechte Stick schon. Aber es kommt etwas komisch vor. Ja. Wenn ich da mit meinem irischen Akzent. Ne? Irisch? Ich weiß es nicht genau. Hallo. Schön, dass du winkst. Link, yay! Geld, 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 regiert die Welt. Plink. Ach schon, fast 100.000. Hallo. Du siehst hilfsbereit aus. Möchtest du mir eine Mithrilkelle machen? Als Ersatz für die alte? Ich würde dich dafür in ein Geheimnis einweihen, das dir bei der Suche nach anderen Aufgaben hilft. Mhm. Neue Aufgabe, das ist also eine Nebenquest. Das müssen wir machen.
Weil wir sonst leider nicht in den Schuppen reinkommen. Ins The Prancing Pony. Also in Stenzelnde Pony. Und jetzt gehen wir eben zum Schmied. Denn hier können wir unser Methril verarbeiten. Hier liegt auch gleich ein Entwurf. Den findet man auch überall auf. In Mittelerde. Und natürlich in jedem Level einer. Und den werden wir uns jetzt aus mit Trikelle. Man sieht hier, es gibt ein paar Trikelle. Wir geben jetzt 2 Mithril-Steine ab, um diese Kelle zu schmieden. Also Mithril ist für nichts anderes gut, als für diese Nebenquest-Dinger erfüllen. Und natürlich halt als Sammelobjekt. Wir müssen auf dem Blaseball rumhüpfen, um das Feuer zu entfachen. Und da klingt mein Telefon. Nicht für mich. Dann lasse ich das mal. Und versuche jetzt einfach mal ein bisschen so zu reden, dass man das vielleicht nicht so hört. Und da holt er auch so ein kleines Steinchen raus, hämmert da jetzt ein paar Mal drauf. Da sieht man 0 von 250, 1, 2 von 250. Das heißt, die Steine zählen auch erst. Danke, dass jemand dran gegangen ist. Die Steine zählen auch. Okay, ist keiner dran gegangen. Ich komme gar nicht sofort zu zählen. Die Steine zählen auch erst, wenn wir die hier dann verarbeitet haben. So, wir haben jetzt eine Kelle bekommen. Die können wir hier unten aus dem Schatzgepäck holen. Hier sieht man, was man alles finden kann. Gott, oh Gott, oh Gott. Hey! Einmal anrufen reicht. Schon wieder die gleiche. Gut, jetzt haben wir die ausgewählt. Dürfen jetzt wieder raus. Könnte mal einer dran gehen. Warte mal eben kurz. Ja, danke schön. So gut, wir haben jetzt diese Kelle. Pang, pang. Können wir damit erstmal Foto kaputt hauen? Foto, komm her. Patz. Wir könnten natürlich mit der auch ganz normal graben, wie Sam das auch sonst kann. Der hat eigentlich auch sonst eine Kelle mit, genau. Und dann können das halt im freien Spiel alle machen. Und ja, die haben wir immer mit. Obwohl wir die ihm jetzt auch gerade gleich geben. Hier. Bitte. Wir haben die trotzdem noch im Schatzgepäck drin. Da ist sie. Zack. Und der hat uns jetzt einen roten Stein hier gelassen, den Aufgabenfinder. Das heißt, diese ganzen Nebenquests, die werden uns dann angezeigt. Das kaufe ich natürlich noch nicht, denn man sollte, vielleicht so als kleiner Tipp für alle, die Lego-Spiele noch nicht so kennen, man sollte erst die Story durchspielen und dann so schnell wie möglich an die Multiplikatoren kommen. Also mal 2, mal 4, mal 6, mal 8, mal 10. Das sind da keine Cheats, die sind da im Spiel, das sind Hilfen. Und die sollte man auch benutzen. Denn so kommt man viel leichter an Geld. Und die Charaktere kosten noch ewig viel hier. Muss ich echt sagen. Ich meine, aller Bilbo für 150.000. Der kann nichts. Ich möchte nicht wissen, wie viel Saruman kostet. Und deswegen wäre es besser, wenn man die ersten Multiplikatoren holt. Und die dann so mal 2, mal 4 wird schon reichen. Dann hat man mal 8. Insgesamt kommt dann etwas von mal 3.600 raus. Aber weiter im Text hier. Guten Abend, meine kleinen Herren. Was habt ihr für Wünsche? Wir sind Freunde von Gandalf dem Grauen. Sagt ihr ihm, dass wir hier sind? Gandalf? Den habe ich seit einem halben Jahr nicht gesehen. Was sollen wir jetzt tun? Das Wegzehrung. Ich hol mir auch ein. Oh nein. Oh. Dramatik pur. Damit wissen die genau, wo wir sind. Für die, die die Filme vielleicht nicht kennen. Zu viel Aufmerksamkeit auf euch. Ich weiß, wer dich verfolgt. Na, sie verstecken sich auf dem Klo. Wer sind die? Sie sind
sind die Nazgul, Ringgeister. Zu allen Zeiten spüren sie die Gegenwart des Ringes. Wohin führt ihr uns? In die Wildnis. Und da gehen wir jetzt hin. Nehmen wir direkt Aragorn, das finde ich super. Jetzt eigentlich endlich ein Schwert und kann alle niedermetzeln. genau. Also ich kann... Ne? Das Witzige hierbei ist... Seht ihr den Typen da? Der taucht nachher nochmal auf. Und nachher ist das... Peter Jackson. Könnte das sein? Ich meine... Hat auch schwarze Haare. So ein Bart. Also... Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Und wir gehen, glaube ich, gerade an der falschen Seite raus. Wir müssen nach links. Und wir laufen jetzt nämlich storytechnisch gesehen weiter zu der Festung da oben. Zu der Kronenfestung. Weiß, hier sieht es super aus und hier ist so viel zu zerstören. Jetzt schreien die im Haus rum. Und ja, ich weiß, hier ist so viel zu machen. Aber das macht man am besten einfach später, weil man sonst vollkommen die Zeit verliert. Und, ja, wir sind auch schon wieder 11,5 Minuten hier. Und ich würde die Parts auch relativ gern so bei 15-20 Minuten halten. Dass es auch nicht allzu lange dauert. Und wir sind jetzt... Wo? Wie hieß das noch? Wo wir jetzt hier sind. Wetterspitze, richtig. Wir gehen jetzt auf die Wetterspitze, meine Lieben. Und werden dann gleich natürlich überfallen. Falls die Zwischensequenzen sehr leise sind, müsst ihr halt da ein bisschen lauter stellen. Das ist schon die maximale Lautstärke. Ich kann da leider nichts mehr hochstellen. Hier werden wir heute Nacht rasten. Die sind für euch. Tragt sie stets bei euch. Ich werde mich ein wenig umsehen. Bleibt hier. Was ist mit dem zweiten Frühstück? Ja, wir haben mal eben das Schwert weggeworfen als Sam. Ist natürlich sehr nützlich. Und wir müssen jetzt erstmal ein kleines Feuer machen. Dazu zerstören wir einfach alles, wie es in Lego so gewohnt ist. Und hier machen ein kleines Feuerchen erstmal. Denn die wollen ja noch ein zweites Frühstück. Und hier haben wir erstmal direkt einen Tomatenbaum gepflanzt. Von jetzt eine Tomate abschlagen. Lila leuchtende Objekte können wir nicht miteinander kombinieren. Also Bratpfanne, Tomate, Bratpfanne mit Tomate. Irgendwie logisch. Jetzt müssen wir halt noch mehr Ingredients finden, also Zutaten. Und ja, das heißt also so meistens alles kaputt machen, das wird reichen. Ich weiß nicht, also es gibt Stellen, da hakt man wohl ein bisschen, aber es liegt vielleicht eher am Alter. Das ist eigentlich eher ein Kinderspiel. Und nicht, für, naja, jung gebliebene Let's Player, so sagen. Deswegen hängt man manchmal schon auf dem Schlauch, weil es einfach sehr simpel ist, aber man selbst viel zu kompliziert denkt. Puh. Wir hauen jetzt zum Beispiel gerade mal ein Ei runter und dann haben wir schon ein Spiegelei. Sowas muss dann auch erstmal kommen. Ei und Tomate. Und ja, die drei Bretter haben wir schon. Die legen wir jetzt einfach hier hin. Zack. Zack. Da kommt auch schon die Feuerplatte, also die Platte, mit der wir interagieren können, um das Feuer zu entfachen. Jetzt brauchen wir halt nur noch Fisch. Und dazu müssen wir zu Merry wechseln, denn der kann angeln. Der hat eine Angel dabei. Und jetzt müssen wir halt so die Knöpfe hier drücken, am besten, wenn es so direkt drumherum ist. Dieser Angelhaken oder was auch immer das sein soll.
So, da kriegen wir ein bisschen Geld. Und da ist der Fisch. Noch mit drauf. Bratpfanne voll. Und jetzt braten wir uns was Schönes. Was macht ihr denn da? Tomaten, Würstchen und knuspriger Speck. Mach das auf, ihr Tölpel! Mach das aus! Na wunderbar. Wie im Film. Finde ich gut. Ein Cheater Checkpoint. Wir speichern und fahren fort natürlich. Und wir kämpfen uns jetzt hier durch Masse, aber ich würde gerne einen haben mit Schwert. Nehmen wir mal den Ringträger. Der noch nicht der Ringträger ist. Also er hat ihn ja wohl schon dabei, aber er ist noch nicht der offizielle Ringträger. Genau. Eine Brücke ist es. Die wollen wir uns jetzt mal eben kurz bauen. War da nicht nur irgendwas? Solches? Genau, die Blümchen, die nach dem Checkpoint erscheinen, kann man auch kaputt machen. Ja, wir müssen jetzt irgendwie nach oben fliehen. Und jetzt kommt Allzweckwaffe Sam. Denn der hat in dem Spiel extremst viel zu tun. Pflanzen, graben, Feuer machen, alles mögliche. Wir haben uns jetzt hier zwei Steine besorgt. Die wir jetzt da drauf werfen können. Um uns dann damit einen Weg zu machen. Ist natürlich alles sehr, naja, freigehalten, sagen wir mal so. Also das würde nie nimmer im wirklichen Leben passieren. Eine Pflanze, auf der wir rumhüpfen können. Da kommen wir glaube ich nicht dran. Ja, dafür bin ich zu blöd. Gut, dann wieder so eine Luke, das kennen wir ja schon. Müssen wir uns hier ein kleines Feuerchen zusammenbasteln. Und diese Schlingen abbrennen. Oder diese Pflanze halt, was auch immer das ist. Und natürlich, wie sollte es anders sein, fällt dadurch ein ganzer Steinhang runter. Also, ich bitte euch, ich... Das ist doch vollkommen logisch. Also, ne? So, dann rennen wir hier mal durch. Ich hätte gern wieder einen mit dem Schwert. Jetzt haben wir Mary. Mary hat immer grünes Zeug an und Pippi immer blau aus. Deswegen kann man die unterscheiden. Die sind auch, glaube ich, im Menü so ein bisschen umrandet, ja. Grün und blau. Weil die ja ziemlich gleich aussehen, doch. Ja, jetzt müssen wir uns hier in so eine Liane hängen. Dann hängt sich noch ein anderer mit dran. Jetzt kommt natürlich leider nicht mehr in das andere Geld, glaube ich. Doch, so. Zu zweit hätte man sich natürlich der andere Spieler dann dranhängen können mit. Ja, genau. Hier gibt es nichts mehr außer einer unsichtbaren Wand, was ich irgendwie komisch finde. Die habe ich bis jetzt noch sehr selten gesehen. Auch von hier oben kann ich nicht unten dran springen. So, hier müssen wir wieder alles mögliche kaputt machen. Kaputt schlagen. Und wir bauen uns wieder mal ein Feuer zusammen. Kel Surprise. Und Sam macht es an. Ja, das backt ein bisschen rum. Ich weiß nicht, wie das nicht abgefallen ist. Keine Ahnung. Uah. Hehe. Da fiel das Geld. Da war ich ein bisschen zu schnell unterwegs. Und hier muss ich wieder was pflanzen. Ich meine, sowas ist schon ein bisschen eintönig. Da hätten sie sich ein bisschen was mehr, ein bisschen mehr einfallen lassen können. Anstatt dauernd irgendwelche komischen Pflanzen zu setzen. Das finde ich nicht. Also. Ich habe doch das A gedrückt. Irgendwie hat das nichts mit Springen. 2 von 3. 3 von 3 weiß ich auch, wo das ist. Das kriegen wir auf jeden Fall noch. Hier kommen wir nicht durch, da brauchen wir die Gimli. Und hier ist der 3 von 3 und wir kriegen die erste goldene Truhe. Und jetzt geht's ab nach oben.
Schön scharf machen. Zurück, ihr Teufel! So, jetzt wird die Story erneut gesplittet. Und zwar bin ich jetzt einmal Frodo im Schattenreich hier. Und Sam in der normalen Welt. Und wir müssen jetzt zusammenarbeiten, um die Viecher zu besiegen. Aber vorher mache ich natürlich einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Viel Spaß wünsche ich euch noch. Und bis dann. Tschüss.